Ab wann hat er das? Im Juli findet der Weltjugendtag statt. Das Thema ist Selig sind die Barmherzigen. Ist das ein Thema auch, dass Sie hier in Auschwitz mit jungen Menschen besprechen wollen? Hier in Auschwitz steht die Besichtigung der Gedenkstätte im Vordergrund. Sehr, sehr viele Jugendliche werden hier hinkommen. Und wer die Gedenkstätte besichtigt hat, vergisst das nicht. Sodass ich sicher bin, dass die Erinnerung an Auschwitz, dass sozusagen die Gegenwart, die Nähe von Auschwitz beim Weltjugendtag zu spüren sein wird, grundsätzlich. Und das finde ich auch wichtig, weil wenn Christentum was mit Erlösung zu tun hat, müssen wir fragen, wovon denn? Oder mit Hoffnung oder mit Verantwortung. Dann müssen wir fragen, warum stellt sich die Frage überhaupt? Und deshalb das Bewusstsein dieser Tragödie wird dazu führen, dass die Fragen beim Weltjugendtag tiefer gehen, ernster sind. Und die Frage heißt, wie können wir eigentlich an einen barmherzigen Gott glauben, wenn sowas möglich ist? Oder wie ist das mit der Berufung zur Barmherzigkeit im Kampf gegen den Terrorismus? Und all diese Fragen hängen ja auch mit Auschwitz zusammen. Es gibt junge Menschen, die sagen, das war nicht meine Generation und nicht meine Schuld. Was sagen Sie dazu? Das stimmt. Aber das heißt ja nicht, dass das nichts mit unserer Verantwortung zu tun hat. Denn unsere Großeltern und Urgroßeltern haben das machen können. Das heißt, es war möglich. Und wenn es möglich war, ist es möglich. Und wenn es möglich ist, kann es sich wiederholen. Und das ist das Maß unserer Verantwortung. Und das haben wir hier zu begreifen. In dem Sinne betrifft uns das. Und danach fragen auch die Jugendlichen und die Menschen auf der ganzen Welt, wenn sie Deutschen begegnen. Wie nehmt ihr das mit dieser Verantwortung ernst? Was antworten Sie, wenn junge Menschen solche Fragen hier auch stellen? Das Vermächtnis der Opfer ist nicht, wir sollen jetzt alle verzweifelt sein, deprimiert sein, nicht mehr an das Gute im Menschen glauben, sondern das Vermächtnis der Opfer, wie ich es verstehe, ist, und das habe ich aus vielen Begegnungen mit ehemaligen Häftlingen, macht eine bessere Welt, in der wir befreundet sein können, in der wir einander achten und nicht verachten. Und das ist eine sehr schöne Botschaft, eine sehr wichtige Botschaft. Und wenn dann so Erinnerungen damit zusammenhängen von Menschen, die das alles durchgemacht haben und jetzt meine Freunde sind, dann wird das auch was sehr Leichtes, was Selbstverständliches. Junge Menschen sollen von hier diesen Auftrag mitnehmen. Bauen wir eine Welt, in der wir miteinander befreundet sein können. Ganz einfach.